Du hast nun auch die Möglichkeit, im MIDI-File-Player die einzelnen Spuren oder die Instrumente in den Oktaven zu verändern. Das zeige ich dir jetzt mal anhand von diesem Beispiel. Ich schalte hier mal das MIDI-File ein. Hier ist der Fingerbass, also E-Bass wird gespielt, habe ich auf Solo gestellt. Jetzt gehst du einfach unten auf das Instrument, scrollst dieses Feld ganz nach unten, da steht ja schon Transponieren. Jetzt gehen wir mal eine Oktave nach oben, dann erscheint plus 12. Ich könnte das jetzt nochmal eine weitere Oktave nach oben versetzen auf 24. Macht natürlich jetzt beim E-Bass keinen Sinn, aber vielleicht bei anderen Instrumenten wie Gitarre oder Streicher oder sowas. Jetzt gehen wir wieder auf 0. Dasselbe kann ich auch zwei Oktaven nach unten machen. Also jetzt eine Oktave minus und auch noch eine zweite Oktave, falls nötig. Genau. Das Ganze wird natürlich automatisch auch abgespeichert in der Spur. Und wie gesagt, du musst halt schauen, welches Instrument es ist. Es ist oft bei den Gitarren oder Streichern so, dass man sagt, ich hätte das gerne eine Oktave höher oder tiefer. Und ein weiterer Vorteil ist, es gibt einige Anwender, die spielen also mit MIDI-Files und haben darauf eine Vokalistenspur. Und dass man den Vokalisten nicht immer mit der Software einstellen muss oder am Gerät selber, kann man hier ganz einfach plus 2, plus 1 oder plus oder minus eine oder zwei Oktaven einfach einstellen. Selbstverständlich hast du natürlich auch die Möglichkeit, den gesamten Song, also das gesamte MIDI-File, um Halbtonschritte nach oben oder nach unten in jede gewünschte Tonart zu transponieren. Das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, ich wollte das bloß nochmal erwähnen, nicht, dass eine Verwirrung entsteht. Also das heißt, wenn du das MIDI-File komplett transponieren möchtest, das machen wir jetzt einmal. Einfach hier auf den Schraubenschlüssel oben raufgehen. Dann haben wir ja die, macht das bloß ein bisschen leise, damit man mich noch reden hört. Also hast du die ganzen Einstellungen für den Song MIDI-Bank-Programm, hier die Lautstärke, das Tempo und hier eben transponieren. Und das geschieht in Halbtonschritten. Jetzt machen wir einen Halbton runter. Genau. Also kannst du in Halbtonschritten nach oben und nach unten, also in jede gewünschte Tonart transponieren. Genau, ich stelle es jetzt wieder auf 0. Das Ganze wird natürlich automatisch abgespeichert, sodass das gleich erhalten bleibt. Und genau, das sind die zwei Unterschiede. Das komplette MIDI-File hier transponieren und wenn es nur ein Instrument oder eine Spur ist, das machst du hier direkt auf dem Spurtab, da hier, und das geht in 12er oder in Oktavschritten einfach. Genau. Jetzt gehen wir zum Bearbeiten von der Songliste in der TurboSounds App. Also die Songliste findest du hier bei diesem Tab unten bei MIDI Player. Da macht dieses Fenster auf und da ist dann je nachdem ein MIDI-File, ein Style, ein MP3, MP4 oder was auch sonst immer sichtbar. Um die Liste aufzurufen, gehst du einfach links oben auf dieses Buchsymbol und hier hast du praktisch deine sogenannte Songliste. Also wie gesagt, ist auch farblich markiert. Grün ist MIDI-File, blau ist MP3. Dann haben wir hier rot ist M4A, das ist also auch ein Audioformat. Dann haben wir hier die Styles drinnen. Also alles, was du hier reingeladen hast, erscheint hier in der Liste. Und jetzt möchten wir die Liste bearbeiten. Dazu gehen wir einfach hier oben auf den Knopf Bearbeiten. Und jetzt siehst du schon, jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Jetzt kannst du eine Zeile anwählen, einfach drauf tippen, dann wird die rot markiert. Wenn du nochmals drauf gehst, wird die wieder demarkiert. Und hier hast du also die Möglichkeiten, bestimmte MIDI-Files oder MP3s oder was du willst auszuwählen und hier dann mit dem Tippen auf den Papierkorb zu löschen. Oder du kannst auch sagen, du möchtest jetzt alle auf einmal auswählen. Dann kannst du alle mit einem Tab, also auf dem Papierkorb, löschen. Wir wollen das jetzt aber nicht, darum gehen wir nochmal zurück und nochmal auf Bearbeiten. Also das sind diese Funktionen. Dann hast du auch hier die Möglichkeit, die Titel zu verschieben. Einfach hier an diesem Hamburger-Menü, also an den drei Strichen anfassen und nach oben oder nach unten oder je nachdem, wo du das halt haben willst, zu verschieben. Gut, dann haben wir eine, da gehen wir jetzt auf Fertig. Dann haben wir jetzt noch weitere Möglichkeiten. Und zwar kannst du ja diese einzelnen MIDI-Files auch oder
Dateien oder in der Songliste einfach einzeln löschen, indem du die nach links ziehst. Und jetzt haben wir hier aber auch zwei Felder. Hier steht Löschen und Duplizieren. Duplizieren heißt, dass du eine Kopie von dem MIDI-File oder auch von dem MP3, MP4 oder von dem Style machen kannst. Es hat jetzt einen riesen Vorteil, weil wenn du das MIDI-File zuerst reinlädst, ich nehme jetzt einfach mal ans Her, erscheinen ja hier die Spuren und meistens sind also diese Instrumente nicht zugeordnet oder zugewiesen, außer bei den gekauften in der TurboSounds App, da sind die ja schon fertig zugewiesen. Aber normal, wenn du ein MIDI-File reinlädst, musst du erst die Instrumente reinwählen und dann die Lautstärke, Hallanteil und alles einstellen. Und sagen wir mal, du hättest jetzt ein MIDI-File schon bearbeitet, das habe ich jetzt schon gemacht auch. So wie bei diesem zum Beispiel, da sind die Instrumente zugeordnet und die Einstellungen. Und angenommen, du möchtest jetzt zum Beispiel vergleichen mit anderen Instrumenten oder möchtest vielleicht auch nur das Tempo verändern, dann brauchst du jetzt nicht das völlig neu erstellen, also reinladen, dieses MIDI-File und wieder neu einstellen, sondern du gehst einfach hier auf diese Zeile, die Hey Mann Polka war das, zieh das nach links, mach Tipp auf Duplizieren, dann wird hier unter bei, siehst du schon, eine Kopie erstellt, das heißt Hey Mann Polka Kopie und hier, wenn ich jetzt drauf gehe, habe ich praktisch die ganzen Einstellungen, die ich zuvor schon gemacht habe. Ich könnte jetzt einfach da mal bloß testweise die Gitarre ändern, dass ich sage, ich nehme eine andere Gitarre her in diesem MIDI-File und eine andere, da wäre eine steirische drin, da nehme jetzt aufrecht ein Dings her, die Hona Moreno. Genau, jetzt könnte ich mir das anhören. Und kann das dann direkt vergleichen, indem ich jetzt auf das vorherige gehe, mit dieser Zupan und mit der steirischen drin, gehen wir ein bisschen nach vorne. Genau, habe einen guten Vergleich, könnte jetzt auch Tempo oder alles noch ändern, wie ich will. Genau, und dann kann ich zum Schluss sagen, ich behalte beide, benenne die dann um. Das ist immer wichtig, umbenennen, dass du hier den Überblick nicht verlierst. Und benannt werden diese Songs ja hier oben, einfach da drauf tippen und dem jetzt einen Namen geben. Ich mache es jetzt bloß einmal so beispielhalber auf Hey Mann Polka 2. Du kannst es natürlich frei benennen, wie du willst. Du kannst aber auch jetzt sagen, du behältst eine Version und löscht die andere raus. Dazu einfach wieder das nach links ziehen, auf Löschen gehen. Das ist jetzt bei den MIDI-Files. Dasselbe kannst du auch bei den MP3s machen. Hier einfach duplizieren. Siehst du gleich drunter hinterm Hinterstall Kopie. Dann auch auswählen oder verstellen oder was du willst und eine behalten und so weiter und so fort. Dasselbe ist mit den Aufnahmen, die von der TurboSounds App reinkommen. Und interessant wird die ganze Sache natürlich bei einem Style. Denn wenn du einen Style reinlädst in den Style Player hier, musst du ja das erste Mal die Instrumente auch zuweisen, Tempo einstellen und so weiter und so fort. Ich spiele den jetzt einmal an, diesen Style. Mach das mit Synchstart am Akkordeon auf Kanal 2 was drücken. Genau, und angenommen, dir gefällt der Style und der Style ist ja so, ein Style ist ja eigentlich eine Rhythmusgruppe und es kann ja sein, dass du ein weiteres Lied hast, wo du diesen Style verwenden möchtest, wo aber zum Beispiel das Tempo schneller sein soll und vielleicht ein anderer Bass oder andere Instrumente da sein sollten. Jetzt brauchst du nicht oder den Style neu reinladen und wieder alles zuweisen, sondern du kannst ganz einfach diesen Style hier auch die Zeile nach links schieben, duplizieren und schon haben wir hier unten wieder ganz in weiß Kopie. Da gehen wir jetzt drauf. Das benennen wir jetzt gleich um, dass wir nicht durcheinander kommen. Nehmen wir das einfach Spanish Eyes oder keine, oder je nachdem für welches Lied, dass das halt brauchst. Spanish, das reicht jetzt auch, einfach zum Ausprobieren. Jetzt hast du schon diese Voreinstellungen da. Jetzt starten wir den wieder. Und da machen wir jetzt ein paar Veränderungen. Gehen wir wieder aufs Akkordeon, starten den. Dann mache ich jetzt mal den leiser, dass man mich noch reden hört. Also kannst du ja auch das Lautstärke natürlich verstellen, jetzt könntest du das Tempo, jetzt könntest du den schneller machen. Genau, oder auch andere Instrumente dann
rein, dann nehmen wir jetzt einfach mal einen anderen Bass. Dann nehmen wir jetzt statt einen E-Bass, nehmen wir einfach mal einen Kontrabass. Und da eine andere Gitarre, bloß dass man es hört. Und Tremolo-Gitarre, dann nehmen wir vielleicht die da, ich weiß, wurscht ist. Genau. Und somit hast du schon einen weiteren Style für ein anderes Lied. Du kannst es natürlich auch dann direkt hier auch wieder vergleichen. Da haben wir ganz in Weiß und da haben wir Spanish. Das war jetzt der Spanish und jetzt kommt der andere praktisch mit der anderen Einstellung von deinem anderen Lied, das was du da hast. Genau, es ist eine ganz praktische Funktion hier mit dieser Songliste. Wir befinden uns jetzt in der Mischer-Sektion von der TurboSounds App, also hier unten auf diesem Tab, da haben wir ja eine Mischer-Funktion. Da kann man die verschiedenen Instrumente oder Spuren oder MIDI-Kanäle zuweisen und Farben geben. Da habe ich ja schon ein anderes Video dazu gemacht. Ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, was für eine tolle Funktion auch in diesem Mischer enthalten ist. Und zwar haben wir hier alle Spuren, wenn ich jetzt spiele. Ich habe unten das Bluetooth-Pedal von ST Music angeschlossen, das geht ja kabelfrei. Also habe ich hier dieses Pedal und ein Expression-Fußcontroller drauf. Auf diesem Fußcontroller ist jetzt der Kanal 1, MIDI-Kanal 1. Das sieht man hier, Trompete und Klarinette. Kann ich hier aus- und einschalten. Hier habe ich mein Akkordeon-Mikrofon. Ich habe ja ein eingebautes Mikrofon in meiner Morino drinnen. Das funktioniert allerdings auch mit einem externen Mikrofon. Das heißt, wenn du kein eingebautes Mikrofon hast, kannst du selbstverständlich auch ein externes Mikrofon mit einem Mikrofonständer anstecken und verwenden und hier das Akkordeon drauflegen. Genau, hier haben wir die Akkordeonbegleitung. Jetzt kann ich natürlich, weil wenn ich jetzt das so eingestellt habe und spielen würde, kann ich die Trompete und die Klarinette mit dem Expression-Pedal bedienen. Jetzt ist es aber so, dass beim richtigen Quintett ist es ja eigentlich so, dass es, wenn die Bläser spielen, Trompete und Klarinette, dann übernimmt ja das Akkordeon die Begleitung. Die haben wir ja hier in der Oberkleinerbegleitungsfunktion von der TurboSounds App, die hier mitläuft. Und dann, wenn ich jetzt weiterspiele, hört man das Akkordeon, also vom Mikrofon auch noch dazu. Das kann jetzt bei manchen Liedern kann das so gewünscht sein, dass also diese drei Instrumente erklingen, aber in der Regel wäre es ja so, wenn die Bläser spielen, sollte das Akkordeon-Mikro stumm geschaltet werden und hier die Akkordeonbegleitung aktiviert werden. Wie du das jetzt ganz einfach lösen kannst in der TurboSounds App, das zeige ich dir jetzt. Und zwar haben wir eine tolle Funktion. Es gibt jetzt zwei Variationen. Also ich bevorzuge die mit dem Expression-Pedal. Das heißt, wenn ich das betätige, dass da was passiert. Und ich möchte jetzt habe ich, wenn ich Gas gebe, also durchdrücke, habe ich diese drei Instrumente da. Jetzt möchte ich aber, wenn durchgedrückt ist, das Akkordeonmikrofon ausschalten. Jetzt gehe ich einfach auf dieses farbige Feld. Hier haben wir praktisch oben den Namen, wo man geben kann, die Farben. Und hier habe ich diese Stummschaltfunktion. Jetzt, wenn ich da drauf gehe, jetzt kann ich das mit der Hand anwählen oder kann einfach das Pedal unten betätigen. Dann wird das reingewählt. Und jetzt siehst du, dass was passiert ist. Wenn ich jetzt aufs Gas gehe, also Expression-Pedal durchdrücke, wird diese Spur gemutet, stumm geschaltet. Und wenn ich nach unten gehe, ist das wieder freigeschaltet. Das heißt jetzt, wenn das Pedal aus ist, höre ich das Akkordeonmikrofon. Wenn ich durchdrücke, ist das Akkordeonmikrofon aus und die Bläser ein. Soweit so gut. Was jetzt noch fehlt, jetzt müsste ich ja normalerweise, wenn das Akkordeon den Solopart übernimmt, also Melodie spielt, müsste die Akkordeonbegleitung ausgehen. Das kann ich jetzt auch einstellen. Und zwar gehe ich hier wieder auf das Feld. Jetzt brauche ich aber das umgekehrt. Das heißt, ich gehe hier drauf und tue das invertieren mit dem Minuszeichen und drücke wieder unten das Expression-Pedal beim STM-Board.
Schon ist es reingewählt. Und hier sehen wir, wenn ich jetzt nach unten gehe, also wenn das Expression-Pedal aus ist, wird die Akkordeonbegleitung gemutet. Das Akkordeonmikrofon ist ein. Wenn ich jetzt das Expression-Pedal durchdrücke, habe ich die Akkordeonbegleitung ein und das Akkordeonmikrofon aus. Und diese beiden könnte ich jetzt theoretisch auch noch mit dem Schalter verknüpfen. Es reicht aber so auch, denn ich bin ja bei durchgedrückten Pedal, habe ich ja Expression-Funktion. Wenn ich runtergehe, genau, die Akkordeonbegleitung wird ausgeschaltet. Also so ist eigentlich der Normalzustand. Also ganz eine tolle Funktion, das kannst du natürlich für alle Spuren oder MIDI-Kanäle verwenden. Das war jetzt eine Möglichkeit. Zum Rauslöschen von diesen Funktionen einfach wieder drauf tippen, hier nach die Zeile nach links ziehen und löschen. Das machen wir jetzt auch bei dem Akkordeon nochmal. Auch löschen, also nach links ziehen die Zeile und löschen. Jetzt muss man das wieder mit der Hand einschalten. Wenn ich jetzt das Pedal bewege, passiert wieder nichts, außer auf der Lautstärke. Es gibt nämlich noch die andere Möglichkeit, diese Funktionen des Stummschalten alles auf einen Taster oder Schalter zu belegen. Und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar möchte ich ja, wenn die Trompete und Klarinette, gehe ich jetzt drauf, zum Stummschalten und verwende einfach die Taste 4 unten hier im STM-Pedal, gehe da drauf, auf Fertig. Wenn ich jetzt diese Taste betätige, dann siehst du, dass hier praktisch das verbunden ist. Wenn gemutet ist, sieht man auch ganz deutlich, unten ist das Lämpchen aus beim Stoppacher-Pedal. Wenn ich drauf drücke, leuchtet das Lämpchen und der Kanal ist ein. Ich habe das jetzt bei der Trompete zugewiesen, jetzt mache ich dasselbe noch mit der Klarinette, Klarinette. Jetzt habe ich beide drauf, das heißt, so sind sie ausgeschaltet, so sind sie eingeschaltet. Jetzt müsste ich das praktisch invertieren, wenn also Klarinette und Trompete aus ist und das Akkordeon ein ist, möchte ich auch die Akkordeonbegleitung aushaben, also setze ich hier auch noch diesen Stummschalter drauf. Und jetzt, wenn ich die Taste betätige, werden diese drei ausgeschaltet, das Akkordeonmikrofon ist ein. Wenn ich so drücke, sind alle vier eingeschaltet. Was jetzt noch fehlt, ich müsste das Akkordeonmikro praktisch ausschalten mit diesem Schalter. Da gehe ich hier drauf, gehe auf Stummschalten, wähle aber hier Minus an, das Minuszeichen, und betätige dann den Taster. Somit ist er invertiert, also umgekehrt. Das heißt jetzt, wenn diese drei sind jetzt stumm geschaltet, wenn ich jetzt den Taster betätige, wird das Akkordeonmikrofon eingeschaltet und die anderen drei freigeschaltet. Also umgekehrt. So, genau. Ich spiele das vor, dann hörst du es am besten. Also eine ganz tolle Funktion und eine super Erweiterung. Somit kannst du alle Kanäle, du hast ja hier einen Mischer mit 16 Spurengruppen oder Kanäle, da ist jetzt mein Sprachmikrofon drauf, also wo ich den Ton mache für das Video. Also kannst alle 16 Spuren frei mit diesen Tastern, Schaltern oder auch mit dem Expression-Pedal belegen.